guten Tag. In unserer Serie auf die Schnelle möchte ich Ihnen heute mal ein bisschen was zu Technik erzählen. So Technik ist ja das große Thema im Moment und ganz viele Ausschreibungen und Forschungsdesigns widmen sich diesem Thema Alter und Technik, Alter und Demenz. Und das sind immer die gleichen Dinge, die man sich erhofft, dass die Leute länger zu Hause bleiben, ja, dass die Angehörigen entlastet werden und kostengünstiger soll es natürlich auch werden. Also man stellt sich vor, dass Technik teilweise Pflege ersetzen oder ergänzen oder leichter machen kann. Die Frage ist aber, ob die technischen Hilfsmittel im Alltag wirklich so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Und ob sie auch wirklich helfen oder ob sie eher eine größere Belastung darstellen oder die Pflege sehr stark auch ungünstig verändern. In einer großen englischen Studie wird der Frage nachgegangen, so wie sich Technologie in vorhandene Pflege einpasst. Und da gibt es einige überraschende und nicht beabsichtigte Effekte, die die dort festgestellt haben. Und die fand ich eigentlich ja, teilweise auch ganz amüsant und interessant und dachte, ich bringe Ihnen das mal so zur Kenntnis. Also zum Beispiel, da ist eine Dame, die hat einen Sturzdetektor, der hängt ihr um den Hals. Und dann stürzt sie auch mal, aber das Ding aktiviert sich nicht. Nun sagt der Sohn, warum hast du das denn nicht manuell aktiviert? Und dann sagt die Frau, naja, ich wollte weder dir noch dem Pflegedienst zur Last fallen. Aha, ja, was nutzt der Sturzdetektor, wenn man anderen nicht zur Last fallen möchte? Ja. Darauf kriegt die Dame ein Armband, nicht? Also nicht am Hals, am Armband. Und der Sohn, der ermahnt sie jetzt bei jedem Besuch wieder sehr nachdrücklich. Also wenn du fällst, drückt das Ding. Das macht sie dann auch, als sie einmal fällt, ne? Aber die Lernerfahrung, die diese Familie gemacht hat, ist erstens, das Ding funktioniert nicht wirklich so verlässlich. Ja. Zweitens, es funktioniert nur oder wird nur genutzt, wenn die Dame beständig daran erinnert wird. Also ohne die Beobachtung des Sohnes und die Erinnerung des Sohnes hätte die Technik sehr wenig gebracht. Das heißt, Technik hat nur dann einen Nutzen, wenn sie eingebettet ist in ein familiäres oder ein sonstiges interaktives System, das auch für die adäquate Nutzung dieser Technik Sorge trägt. Ein zweites Beispiel, ja, da hat man für ein Ehepaar so einen elektronischen Kalender gekauft mit Datum und Uhranzeige und dann nutzen die aber gar nicht. Also er steht noch rum, stattdessen haben sie so einen alten Holzkalender, wo man jeden Tag das Datum so rumwirft, ja. Also in diesem Fall, es gibt Technologien, die werden angeschafft, aber die stehen nur rum. Also das ist nicht nur bei Haushaltswaren der Fall, das ist eben auch in diesem Fall manchmal eine Möglichkeit. Ja, die dritte Variante fand ich auch ganz witzig. Also es gibt da so Türmelder, ja, und jedes Mal, wenn man an die Haustür geht oder auch in die Nähe kommt, dann gibt es so eine Stimme, die einen ermahnt, also beim Verlassen der Haustür, bitte gut abschließen und der Schlüssel nicht vergessen, hast du denn noch einen warmen Schal mit und Handschuhe? Ja, so. Also das passiert jetzt immer und dann ist es aber so, dass das ein Mehrpersonenhaushalt ist und wenn die Leute vorbeikommen, also die jüngeren Menschen, aber auch der Hund, dann geht immer diese Stimme los und tönt da also mit ihrer Ansage und das ist derart nervig, dass man sich letztlich entscheidet, das Gerät abzustellen. Aber der witzige Effekt ist, nun steht das Gerät dort immer noch an der Haustür und weil das Gerät an der Haustür ist, erinnert sich die Person mit Demenz auch jedes Mal, du musst die Haustür abschließen. Das heißt also, die bloße Präsenz der Technik hat dann die Erinnerungsfunktion und nicht mehr die Stimme. Ja, das sind vielleicht skurrile Beispiele, ja, aber die zeigen also, wie Technologie tatsächlich genutzt oder angepasst oder gar nicht genutzt wird oder nur symbolisch genutzt wird. Ja, das ist oft jenseits dessen, was der eigentliche intendierte Zweck und Nutzen der Technik sein soll. Das heißt, wie die Technik genutzt wird, kann man eigentlich erst schauen, wenn man sich die realen praktischen Verhältnisse anguckt in einer Langzeitbeobachtung. Naja, Technologie verändert aber auch vorhandene Pflegepraxis. Also ja, die Einführung eines Sturzdetektors kann zum Beispiel dazu führen, dass ein Angehöriger jetzt seltener zu Besuch kommt und immer nur anruft. Vielleicht ganz gut für den Angehörigen, aber nicht so schön für den Vater, der sich eigentlich auf diesen abendlichen Besuch des Sohnes immer gefreut hat. Na?
Oder ein anderes, finde ich auch sehr witziges Beispiel, da gibt es so einen Aktivitätsmonitor. Ja, der zeigt also an, wie oft sich der Vater bewegt und wie viele Schritte der gemacht hat. Und die Tochter ist immer ganz erstaunt, weil sie ganz tolle Daten bekommt. Also der Vater ist wahnsinnig mobil in seiner Wohnung, ne? Und erst als mal eine teilnehmende Beobachtung stattfindet, stellt man fest, es ist der Hund, der auf dem Sofa hopst. Ja, der hat also diese starken Bewegungsmeldungen ausgelöst, was also zu einer völlig irrigen Einschätzung geführt hat. Ja, natürlich kann Technik auch manchmal wirklich unangenehm eingreifen. Also wenn man so einen GPS-Tracker trägt, ja, das wird von einigen Menschen doch als sehr starke Beeinträchtigung ihrer Freiheit betrachtet, so ein bisschen wie die Fußfessel bei Strafgefangenen, ne? Also im Grunde genommen soll sie den Leuten ja mehr Freiheit geben, aber von den Personen, die sie tragen, wird es oft eher als Einschränkung der Freiheit empfunden. Also Menschen mit Demenz und Angehörige haben hier nicht immer die gleichen Einschätzungen dessen, wie sie diese Technik bewerten. Und ein anderes, auch eher skurriles Beispiel, da gibt es so einen automatischen Ofenabschalter. Und da kommt die Enkelin zu Besuch und die macht sich ein Essen und während das da so kocht, fängt sie an zu pennen. Sie wird dann wach, weil es stinkt dann stark nach Rauch, also das Essen ist verbrannt und sie stellt den heißen Topf mit dem verbrannten Essen auf die Ablage und geht dann wieder weg. Und naja, und diese Ablage, die verträgt diesen heißen Topf nicht und das Ganze fängt an zu pesern. Die Küche ist also ruiniert und jetzt kommt der Vermieter dieses betreuten Wohnens, der sagt, ja, also offensichtlich reicht die automatische Abschaltanlage nicht, um die Sicherheit zu garantieren, also muss der ganze Herd entfernt werden und du kriegst dein Essen jetzt von Meals on Wheels, von Essen auf Rädern. Ja, auch die Erklärung der Enkelin und der Frau, dass das ja eigentlich nicht ihr Versagen war, führt nichts dazu. Nein, der Herd wird entfernt. Ja, insgesamt zeigen die Beispiele, dass die Art und Weise, wie Technologie im realen Leben angewandt wird, nicht unbedingt dem entspricht, was die Hersteller sich so gedacht haben. Also sie greift oft in unvorhergesehener Weise in das Leben der Betroffenen ein und hat wenig mit dem Ziel zu tun, ein selbstständiges Leben in der Wohnung zu ermöglichen oder zu erreichen. Man müsste also nicht nur die geeignete Technologie auswählen und implementieren, sondern auch den realen Nutzungskontext über einen längeren Zeitraum beraten und begleiten, was natürlich wiederum personalaufwendig ist. Ja, da beißt sich also die Katze wieder ein bisschen in den Schwanz. Ja, eine in diesem Zusammenhang eigentlich ganz gut sich anschließende kleine Studie, die kommt aus Berlin von der Charité. Dort hat man Personen befragt, die so GPS-Tracking-Systeme herstellen. Und grundsätzlich beurteilen die das natürlich positiv, aber geben auch so einiges zu bedenken und das will ich doch nochmal so ein bisschen erzählen. Also einmal, die meisten wissen gar nicht, dass es sowas gibt. Und selbst wenn sie es wissen, wissen sie nicht, wo sie es kaufen können. In Parkhäusern oder in größeren Gebäuden wie Kaufhäusern kann man das vergessen. Oft werden die als Uhren an der Hand getragen und weil die eine fette Batterie brauchen, damit das Ding auch länger läuft, sind die relativ klobig. Also das Design ist nicht sonderlich schön. Meistens lassen die sich auch nicht individuell konfigurieren. Zum Beispiel in Abhängigkeit zur Schwere der Demenz. Menschen mit Demenz und Angehörige werden in der Regel auch bei diesem Design, bei der Produktentwicklung nicht berücksichtigt. Wenn man so einen Tracker benutzt, muss man den eigentlich schon in der Frühphase der Demenz anwenden, damit man sich daran gewöhnt, das Ding beständig zu tragen. Aber genau in der frühen Phase der Demenz sieht man auch gar nicht unbedingt ein, dass man sowas braucht. Ja? Also auch hier gibt es wieder so, ich sag mal so, Reibungsflächen. Ja, die Studie, die bringt noch so einige andere ganz interessante Aspekte über Sinn, Zweck, Nutzen und Schaden von GPS-Trackern für Menschen mit Demenz. Schauen Sie mal rein. Wie immer finden Sie die Literatur in einer zusammenfassenden Beschreibung auf unserem Blog. Da können Sie reinschauen, wenn Sie Fragen haben, Kommentare oder auch weiterführende Infos haben wollen, dann wenden Sie sich an uns. Wir tun unser Möglichstes. Alles Gute Ihnen und bis dahin. Tschüss, Christian Müller-Herge.